komische Geräusche gehört. Ja, erstmal den nächsten Versuch holen. Klickskraft. Besser geht's nicht. Klicksrate, Hauptwaffe. Einfach alles. Was sagt die Palette? Die Palette ist voll. Also heißt jetzt... Auf die Kugel. Ich nehme die Kugel. Wir haben Explosionsschaden. Wir können jetzt auch nur noch auf Perlen. Oh, wäre auch geil. Ich weiß gar nicht, ob ich... Schallkraft haben wir voll hoch. Und wir haben, glaube ich, nicht auf... das ist... Ja, ich habe ein bisschen nur Sorge bei der Heuboje. Die geht nicht immer in die Richtung, die ich will. Aber die könnte uns bei dem Boss helfen. Nehmen wir. Beim Endboss könnte die helfen. Nehmen wir. Keine Frage. Okay. Wie die Bommel rot sind, ne? Wir sind gelb, aber die Bommel sind rot. Finde ich total cool. Du kriegst ein ganz schönes strammes Tempo von Nummer 8. Apropos Tempo. Ja, 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 mit dem Käfig wieder. Kein Wehr. Rundherum Bauetage. Schwierig. Könnte aber mit Schall richtig, richtig durchknallern. Also Hammer wäre ja, wenn wir theoretisch nochmal einen Automaten bekommen, weil wir erstmal die Ebene skippen würden. Und wir würden voll nochmal auf die Perlen drohen. Springverbot. Und wir machen ja auch mehr Schaden jetzt. Junge, guck mal, wie viel Schaden wir machen. Ich muss auch gar nicht mehr springen. Also ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist, aber ich weiß auch nicht, ob es wirklich an meiner... Weil Senrio hat mir irgendwie sowas geschrieben wie, ja, es, wenn jetzt so man es versteht, dann ist es viel einfacher. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich... Ich weiß nicht, klar, ich setze jetzt die Paletten besser ein und so, aber es ist trotzdem, es ist mega einfach geworden. Ich will das nicht mit den Ebenen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein, ich habe keine Ahnung. Wer weiß. Was? Hupfmazaran? Ach, Hupfen. Okay, ich verstehe. So, wir gehen erstmal links. Jetzt können wir wieder springen. Ja. Und das war's. Und das haben wir jetzt jedes Mal. Dass das so easy ist einfach. Ich hätte gern Automaten.
Ja, also ich glaube schon, dass sich die Memoneten darauf ne, ergänzen. Extremschlachtfeld. Drohnengleiten verboten. Ja, ist ein bisschen blöd, weil ich eigentlich ein bisschen nach oben springen wollte, aber ist okay. Ist der nächste? Einfach keine Ulti gekriegt. Junge, wenn ich die da nebenbei einsammle, ne? Die Konserven, da geht die Ulti ja länger. Weil dann geht die Anzeige immer weiter. Und die Anzeige geht ja, also die Ulti geht ja immer so lange, bis die Anzeige leer ist. Und dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit immer wieder laufe und die einsammle. Noch einen Automaten auf der vorletzten Ebene. Das heißt, wir haben die jetzt geskippt und wir kriegen jetzt nochmal ordentlich extra Perlen. Jetzt so viele eigentlich nicht mehr. Also ich brauche auch, um ehrlich zu sein, ich brauche nichts mehr. Ich bin so ultra aufgeladen. 25 Perlen einfach. Und wir kriegen ja noch am Ende welche. Ich weiß nicht, ob sich das jedes Mal rechnet. Aber muss ja 25. Ist ja so eine Hausnummer. Nein, noch nicht. Ich gucke auch nicht. Also, ja, die Schauerwelle, die könnte eigentlich gut sein. So. Für mehr lohnt sich nicht. So, letzte Ebene, Leute. Ey, wisst ihr noch, was Ort Nuckel gesagt hat? Das Miroversum wurde von allen geschaffen oder so. Aber das war doch Marina, die diesen Ort entwickelt hat, oder? Was genau meint Ort Nuckel denn mit alle? Ich hatte bei der Entwicklung des Miroversums Hilfe von ein paar Octoling-Ingenieuren, aber kann der Ort Nuckel doch kaum gemeint haben, oder? Womöglich besteht ja ein Zusammenhang zwischen den Ingenieuren und Ort Nuckel. Dann lass uns gleich mal nachhaken. Bin gespannt. Boah. Also ich sag's euch echt so, wie es ist, aber mir macht das DLC so hart Bock. Also besonders, ich merke halt, wie es immer einfacher wird und es macht jedes Mal einfach Spaß so. Weil du so richtig spürst, so, boah, ja, Junge, jetzt geht's wieder ab. Wieder hier? Ihr Doofis lernt auch nie. Frage von mir, Chef. Was hast du eigentlich mit der Entstehung des Miroversums zu tun? Doofi! So jemand Blöden wie dir muss ich gar nichts erzählen. Aber falls ihr mich besiegt, sage ich euch mehr. Los, kämpft gegen mich, bitte! Bitte? Ich bin ja echt gespannt, was passiert, wenn wir wenn wir jede Palette haben. Oh, Doktor. So, ich bin gespannt, wie es wird. Wir haben ja drei Versuche jetzt. So, und der haut bestimmt jetzt wieder rauf. Ja, kann man einmal Ulti draufhauen wegen dem Bonus. Die Musik ist auch so gut. Also es ist auch so eine Riesenbereicherung, das DLC, wegen der Musik alleine. Jetzt kommt die Schüsse. Oh shit, die CD ist verschwunden.
Okay, wir haben zwei. Mal hier ein bisschen Boden mitzunehmen. Ja, solange mehr die beschissenen... Oh, fuck! Diese Arme finde ich am schlimmsten. Nein! Ich hätte schlagen müssen, nicht rollen. Na, egal. Bitte? Ja, ist okay. Jetzt? Okay, die Schüsse. Mhm. Ah, der Strahler. Nicht so geil. Nein! Lass mich hier raus. Okay. Ja, sehr gut. Der letzte. Da hinten. Shit, 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 shit. Lass bitte raus, lass mich. Das sind die Arme? Ich komm hier nicht raus! Mein Gegner. Und tut schon wieder. Aber wenigstens macht die Perla-Drohne ordentlich mit Schaden. Fuck. Ja, das müsste reichen. Oh! Hatte ich Herz oder habe ich immer noch Herzklopfen? Junge. Oh Gott. Der Controller. Alles gut, Chasey. Ah, ne? Oh, wir haben es geschafft. Ja, geil! Abserviert und nun spuck aus. Was hast du mit der Entstehung der Memoversum zu tun? Ach, ich mag es, wenn Perle so irre cool ist. Ihr doof, ihr seid knallhart, aber ich stehe zu meinem Wort. Dann hört her, ich erzähle euch ein bisschen. Die Octoling-Ingenieure, die das Memoversum bauten, tief drin, hatten sie alle denselben Wunsch. Nicht bewusst oder so, aber eigentlich wollten alle eine Welt, die sich nie verändert. Das heißt, dass dieser Wunsch ins Memoversum hat, mit eingeflossen ist und so Ordnung geschaffen hat? Aber sollen die denn mit der Welt ohne irgendwelche Veränderungen? Gute Frage. Und ihr Blödfische werdet die Antwort nie und nimmer erfahren. Puh, scheint immer sehr wichtig zu sein, die Sache. Bin ich mal gespannt. Was wir bald erfahren. Ja, nice. Oh, ist das schön. Ist das schön. Es läuft so gut. Also wir haben nicht mehr viele Waffen tatsächlich, die wir noch fertig machen müssen. Oder Paletten, je nachdem, wie du es benennen willst. Also, ja. Schön, schön. So, mehr Schlüssel. Den Roller, Ordner, Ordnung, Roller, Replik erhalten. Hol die Waffen, Lobby-Terminal ab. Hm, was ist bitte schön so toll an der Welt, die sich nie verändert? Verstehst du das, Nummer 8? Nö. No. Ja, ich vergesse nichts. Marina Dev-Tagebuch, cool. Können wir gleich gucken. Und was kriegen wir noch? Bitte ein paar Perlen. Ja, 50 Perlen. Damit haben wir über 600 Perlen jetzt einfach. So, dann gucken wir einmal im Menü. Wir haben ein paar Sachen bekommen.
Aber sieht nicht so viel neu aus. Das müssen wir auch noch komplettieren, ne? Alleine das hier. Das werden wir aber noch machen. Viskolit-Leitfaden. Nieselndes Capriccioso. Okay. Bin dann noch. Genau, hier fehlen uns noch total viele. Müssen wir noch besiegen. Das auch? Noch einen besiegen. Noch einen. Wir haben so viele gemacht. Hier auch noch. Noch zwei. Aber das kriegen wir hin. Marinas Steff-Tagebuch. So, da haben wir den neuesten Eintrag, Leute. Unser Welttournee hat begonnen. Wir haben unendlich viel zu tun, aber es ist echt ein Riesenspaß. Ich freue mich so sehr, bei Tentakul mitzumachen. Ach, das... Okay, ich wollte gerade sagen, hä, wo ist denn der restliche Text? Weil das Bild sieht echt cool aus. Geil. Hol den Lobby-Terminal ab. Schön! So, ach, guck mal, wir haben auch neue Belohnungen. An irgendwas erinnert mich dieses Wesen, ne? So, ein neues Aufkleber. Neues Aufkleber. Einen neuen Aufkleber haben wir. Und eine neue Ausrüstung. Ui, da haben wir die Parallelmaske. Ja, die werden wir uns auch irgendwann machen. Und ich glaube sogar, die Ausrüstung werden wir uns zuerst snacken. Aber mal gucken. So, und zu guter Letzt, wie immer, gehen wir zur Marina und holen uns die neuen Sachen ab. Und wie ich letztens gesagt habe, würde ich gerne zu den Drohnen gehen. So, wir holen uns jetzt erstmal die ganzen, die sind auch, glaube ich, nicht so teuer. Wir holen uns jetzt erstmal die neuen Sachen. Wir holen uns erstmal die Drohnen-Items. So, dann holen wir Drohnen-Tinferno. Drohnenbomben. Ich hoffe, das reicht. Aber das müsste. Das hat auch nur 40 gekostet. Das kostet auch 40. Drohnensprenkler. Sehr interessant. Die der Perladrohne ermöglicht, Tinte zu verdienen. Die dann von oben. Interessant. Und Drohnen-Tintenminen. Drohnen-Kleckslader. Schaltet Fahrschiffsfreiheit, die durch das Zerklecks von Gegnern die Drohnenanzeige wieder aufladen. Wäre doch klasse Untertasse. Drohnenanzeigen Farblader. Schaltet Farbschutzfrei, die durch Einfärben von Oberflächen Drohnenanzeige wieder aufladen. Und Drohnenaktionsplätze. Erhöht die Anzahl Aktionen, die Perladrohne, die mit Farbschutz zugewiesen können. Für Farbschutz außerhalb der Drohnenheulboje und der Drohnenklecksbombe sind dabei die Hacks erforderlich. Ja, das heißt, wir können dann halt, die kann dann halt mehrere Sachen machen. Wie dann zum Beispiel die Tintenminen, Sprinkler und so weiter halt benutzen. Und ja, mir fehlt jetzt hier nur noch eine Sache. Und... Ja, wir können ja nochmal gucken. Rüstungslos Tempo, das Tempo erhöhen, rüstungslos Sprung erhöhen. Das merke ich tatsächlich, bräuchten wir sogar. Das würde ich mir sogar jetzt holen. Ja, das brauchen wir immer noch nicht mit der Boss-Enthüllung. Wie gesagt, wir machen, müssen das ja so oder so machen. Genau. Da würde ich, wenn dann die Regeneration nochmal hochpacken. Das wäre gar nicht schlecht. Die auf 6 Sekunden. Also ich finde die jetzt auch sehr, sehr langsam. Obwohl auch flott eigentlich. Flott genug. Weil, ja, mein Ziel war es eigentlich für nächstes Mal den Schirm zu nehmen. Aber ich bin am überlegen, ob wir dann tatsächlich nächstes Mal, weil das hier auch sekundär ist, dann halt den Eimer zu benutzen nächstes Mal und nur noch auf Lila zu spielen und dann zu gucken. Ne? Weil da ist ja primär, also primär ist der hier Lila. Oh, wieso? Ach so, wir haben auch Infos. Ach, guck mal, Ort Nuckels voll geheime Notizen. Die kriegt keiner zu sehen, außer der fummelt im Kontrollraum in der Atomschutzpalettenraum rum. Moment. Ach so, weil wir das da noch nicht geschafft haben. Das soll Marinas tolle Security für Memo Verso. Warte, das dann. Aioli ist viel zu abgelenkt, denkt an alle möglichen, nur nicht das Wichtige. Hört niemals auf andere, die schlauer sind als sie. Aioli ist auch mit Octoling befreundet, also ist sie nicht so süß, sondern auf. Ach, das geht dann um die Waffe. Meint, ob sie nicht tut, den Octoling nach oben in der Welt der Inklinge zu locken? Wie gemein, die musste bestrafen. Da sind dann die Gedanken von Ort Nuckel dazu. Krass. Sass. Also wir müssen auf jeden Fall mindestens noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Durchläufe machen. Mindestens. Also kann ja auch sein, dass wir wieder bei einem verkacken. Und nächstes Mal würde ich dann, glaube ich, tatsächlich auf... den Eimer gehen und dann halt auf den Schirm. Und dann kann man ja weiter gucken. Genau, weil dann kann man halt das letzte Perla-Ding holen. Und ja, da kann man ja mal gucken. Hier ist ja auch die Glückskombo. Das soll ja auch bei dem hier richtig geil sein, wurde mir gesagt. Ja. Amira macht Spaß. Wir spielen mal die Tage weiter. Oder wir gucken mal, wie wir weitermachen. Und ja, das war Splatoon DLC. Ruf zur Ordnung für heute. Und mal gucken, wie immer, wann es weitergeht. Jo.